Ease your mind, let me ease your mind. Please, babe, please my time. Let me ease your mind. Ease your mind, let me ease your mind. Please, babe, please my time. Oh, du bist der Gastgeber vom Projekt The Song Circus. Welche Idee steckt dahinter? Also der Song Circus ist eigentlich eine Vereinigung von Liedermachern von der ganzen Schweiz verteilt, und das ist die Idee von der Song Circus eigentlich. Wie bist du darauf gekommen? Also wir haben mal ein Konzert gemacht in der Mühle Hunziken, das ist ziemlich genau ein Jahr seit, und das hat geheissen «It all begins with a song». Und dort haben wir auch, ich und meine Band waren Gastgeber und haben verschiedene Singer-Songwriter eingeladen, um mit uns auf der Bühne den Song eigentlich zu feiern. Und das ist so ein schöner Abend geworden, dass wir entschieden haben, dass wir das weiterführen und dann gerade eine ganze Tour machen. Das Motto des Projekts heisst «Liebe zum Singen und dem Song». Was bedeutet der Spruch genau im Detail? Ich meine, der Song ist ja etwas, das Leben tut. Also ein Song hat eine Geburtsstunde und nachher kann sich, also lebt auch weiter, auch wenn er schon aufgenommen worden ist, ist er noch nicht fertig. Er geht immer weiter, man kann neue Versionen machen. Und das ist auch schön, ein Song, der tut, ein guter Song überlebt auch der Songwriter, der lebt weiter. Und das, darum ist ein Song etwas, finde ich, vom Wichtigsten. Was bedeutet der Name The Song Circus? Zum einen geht es um einen Song und zum anderen ist es wirklich auch ein Zirkus. Und der Zirkus ist, weil das Ganze so bunt ist. Wir haben so viele verschiedene Künstler, die hier vereint werden. Also wir haben irgendwie Marco Zappa, der im Tessin, der 60 geworden ist, erst gerade kürzlich. Oder haben wir einen Valeska Steiner, der von Zürich ist und anfangs 20 ist. Also es ist wirklich eine ganz bunte Gruppe, die wir hier zusammen haben. Und auch von ganz vielen verschiedene Regionen von der ganzen Schweiz verteilt. Neben den Stammgästen werden auch Überraschungsgäste auftreten. Kannst du irgendwelche Tipps geben schon? Jawohl, also es sind, ist nicht mehr eigentlich in dem Sinne Überraschungsgäste, sondern Spezialgäste, hat es jetzt umgetauft. Und zwar in der Mühle Hunziken wird der Trommler dabei sein.